Gratulation zum Sieg, Gratulation zum Best Player. Was war aus deiner Sicht das Entscheidende heute für dich? Ja, wir haben von Anfang an die Intensität gebracht, eigentlich, die man für ein Spiel in Thun braucht. Wir wissen immer, Thun, die Halle brennt immer. Und ich glaube, wir haben die Intensität wirklich gebracht und sind von Anfang an bereit gewesen, das auch entgegenzunehmen. Du hast sehr variantenreich gespielt im Angriff. Ist das im Gameplan drin gewesen, so? Oder mit dem Startinterview gesagt, es geht vor allem auf Tempo, 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 aber doch etwas taktischer gewesen? Ja, 7 gegen 6 haben wir vor allem gespielt, dass sie nicht so ins Spiel reinkommen. Sie machen, also, wenn wir 6 gegen 6 spielen und sie immer wieder, an mir immer wieder ins Foul reinlaufen, dann kommen sie mit viel Stimmung auf den Platz. Und das haben wir mit dem verhindern. Und darum haben wir 7 gegen 6 gespielt. Und am Anfang hat es noch ein bisschen gehasst, aber nachher sind wir immer mehr reingekommen und haben das ziemlich gut fertig gespielt. Merci vielmals, gratuliere nochmal zum Sieg und viel Erfolg für die nächsten Spiele. Danke vielmals, schönen Abend. Jetzt geht der Nächste, das ist der Lukas Vodeschwande, du darfst gerne herkommen. Gratuliere zum Best Player, hat leider einen schwachen Trost. An was ist es gelegen aus deiner Sicht? Ja, schlussendlich sieht das Resultat nicht mehr, aber wir haben 35 Goal über. Sie spielen sicher sehr, sehr gut im 7 gegen 6. Wir haben uns vorbereitet auf das, aber wir konnten es nicht genau das umsetzen, was wir wollten. Und ja, schade, haben wir nicht mehr Zugriff gehabt im 7 gegen 6. Was uns beim Kommentieren aufgefallen ist, ist recht eine hohe Fehlerrate von euch. Ja, sicher. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir zwei, drei schnelle Anspiele, die wir gerade in die Hand geben. Ich habe das Gefühl, das ist die Distanz von 4-5 Goal, was das ausmacht, dass wir mit 17-13 Pause gehen. Das ist sicher schade, dass wir sie nicht auf 2 halten können. Und nachher habe ich das Gefühl, aus der Pause sind wir gut gekommen, aber nachher haben wir gleich den Anschluss nie richtig geschafft. In der 20-17 Überzahl hatten wir die Möglichkeit, 20-18 zu schießen, aber haben sie nicht angebracht. Das wäre dann so ein Turnaround gewesen. Jetzt für die Vorschau in die Zukunft, ist das ein Schritt vorher gewesen, gleich das Spiel? Geht es weiter? Kommen wir mehr rein? Kommen wir mehr Sicherheit über? Oder ist das ein Rückschlag? Nein, ich habe das Gefühl, eigentlich war es eine gute Leistung von uns. Also ich weiß nicht, jetzt muss ich nachher im Video noch anschauen, aber ich habe jetzt das Gefühl, eine engagierte, gute Leistung. Und wenn ich vorher gesagt habe, irgendwie, wir sind nie richtig dran gekommen, sie haben natürlich Klasse, Pfadi, sonst sind sie nicht irgendwie auf dem dritten Platz. Und jetzt geht es gegen Amtsitzer Zürich, wo heimstark ist in dieser Saison. Aber da rechnen wir uns etwas aus, dass wir dort 2 Punkte holen. Wir sind gespannt, wir wünschen viel Erfolg und auf ein nächstes Mal.